Hallihallo und willkommen zu Vlogmas Tag 21. Heute ist schon Montag und hinter mir herrscht Chaos. Dreimal noch schlafen, dann kommt das Christkind, dann ist Weihnachten. Und ich dachte mir, weil das bis jetzt gefehlt hat bei Vlogmas, ich überlege mir ein paar Style-Ideen. Style-Ideen für zu Hause. In den kommenden Tagen, 10 Tage noch, dann ist das Jahr vorbei, dann ist Silvester. Was kann man zu Hause anziehen im Lockdown, was gemütlich ist? Was ist aber dennoch schick? An Weihnachten tragen wir eigentlich immer etwas Schönes. Meine Zwerge haben ein Hemd an, mein Mann hat ein Hemd an, ich habe ein schönes Kleid an. Und auch zu Silvester möchte ich was Schönes anziehen, auch wenn wir nur zu Hause sind. Aber es soll auch gemütlich sein, also so casual, festive, chillig. Also, meine Ideen für What to Wear zu Weihnachten. Dementsprechend habe ich hier auch schon eine Bluse an und werde jetzt gleich ein paar Outfits abfotografieren und abfilmen für euch. Vielleicht ist ein bisschen Inspiration dabei. Ich bin auch genau gespannt, welches Outfit ihr dann am coolsten findet. Ich frage euch dann zum Schluss und ich werde die Outfits nummerieren. Und dann könnt ihr gerne abstimmen, was ihr meint, dass ich unbedingt in den nächsten Tagen tragen soll. Also, los geht's! Hier herrscht, wie gerade schon gesagt, Chaos. Ich habe schon ein paar Sachen zusammengesucht, das ist so Outfit-Kombinationen. Zum Beispiel ein schwarzes Kleid, diese Cappy mit so einer Weste, finde ich sehr nett, vielleicht für Silvester. Dann so ein gemütlicher Mantel mit Lederleggings. Wahnsinnig kuschelflauschige Schuhe, gerade für die Weihnachtsfeiertage mit einem Jogger, mit einem Oversized-Shirt oder dieser neuen Hose, die ich da gerade anhabe. Damit mache ich jetzt auch gleich das erste Outfit. Das, was ich in meinem Kinderzimmer meiner Jungs abfilme, weil ich habe keinen Spiegel im Schlafzimmer. Etwas, das ich aber unbedingt im neuen Jahr ändern möchte, denn ich habe schon angeteasert, also ich stelle jetzt mal die Dogs runter, die kommen hier zu diesem Outfit dazu. Ich finde, das passt ganz gut. Dogs mit dieser Hose, mit Socken, dazu noch ein roter Mantel und eine Tasche. Perfekt für Weihnachten. Ich habe es schon mal angeteasert. Bei mir dreht sich 2021 hier viel um das Thema Decluttering. Und da habe ich mir überlegt, dass wir 2021, also im Jänner, dann Mitte, Ende Januar, eine Themenwoche bei YouTube machen, auf dem Blog und auch auf Instagram. Und zwar geht es um Decluttering. Ich finde das immer sehr befreiend. Ja, ihr werdet jetzt denken, oh super, die nächste, die im Januar entrümpelt. Aber das ist halt die beste Zeit dazu, mal wieder durchzuschauen, was hat man zu viel, was hat man zu wenig. Ich nehme euch damit, werde jeden Tag einen anderen Raum machen. Zum Beispiel die ganzen... Ich hoffe, jetzt schauen keine Kinder zu, sonst bitte kurz auf Mute schalten, die ganzen Bullshit-Laden. Davon haben wir einige. Das sind diese Laden, wo alles Mögliche reinkommt. So unnötiges Gedöns, wo immer Unordnung herrscht und Chaos. Und da überlege ich mir eben, was kann man machen? Welche Tipps habe ich? Welche Tipps finde ich in Büchern? Ich habe mir auch Bücher bestellt und werde das alles ein bisschen durchlesen, so nach Weihnachten. Dann werde ich mit euch gemeinsam Aufbewahrung besorgen, Körbchen und so weiter und so fort. Und in diesem Zuge dessen möchte ich dann auch ganz gerne mein Schlafzimmer ein bisschen pimpen bzw. aktualisieren, das heißt einen Spiegel an die Wand, weil wir haben im Schlafzimmer keinen Spiegel, ich gehe immer zu den Kästen meiner Jungs, dann einen stummen Diener, damit die Klamotten nicht immer rumliegen, großes Ausmustern im Schlafzimmerschrank, also das folgt dann nächstes Jahr. Aber jetzt wieder zurück zu diesem Outfit, das muss ich jetzt noch kombinieren und ja, ich zeige euch dann immer wieder mehr zu ein paar Outfits und bin gespannt, was ihr dazu sagt, welcher Look euch am besten gefällt. Kommen wir auch schon zu Outfit Nummer 1. Das wäre eine Kombi von diesem roten Vero Moda Mantel, den ich schon im letzten Jahr gekauft habe, mit so einer Oversized Bluse von Stradivarius, glaube ich. Dazu meine Bag von Guess, eine Gap Hose mit Doc Martens Boot. Ich finde das richtig, richtig bequem. Hat auch so, ja, ein bisschen ein, ja, edgy, schick, finde ich. Und dazu roter Lippenstift. Mag ich schon mal sehr gerne. Das wäre auf jeden Fall ein Outfit, das ich so sehr gerne tragen würde. Kommen wir auch schon zu Outfit Nummer 2. Das ist so eine extrem weiche Flanellbluse, Flanellhemd mit einer Tasche von Sassy Classy und dazu eine Lederleggings, Overknee Boots von Tamaris. Sieht so aus, das Outfit ist jetzt nicht rot. Finde ich aber trotzdem sehr schön, gerade so zwischen den Feiertagen, wo man zwar nirgends hingehen kann, aber man könnte damit zum Beispiel spazieren gehen, einen Spaziergang machen mit einem dicken Mantel, zum Beispiel mit meinem rostroten Mantel. Den werde ich jetzt gleich dazu probieren, dann zeige ich euch das. Da ist auch schon, ich finde so in Kombi ist das ja auch richtig mega. Also damit kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, einen Spaziergang zu machen draußen, zwischen den Feiertagen, vor Weihnachten, also vor Silvester. Ich finde,
Das passt richtig gut zusammen. Gefällt mir gut. Also Outfit Nummer 2. Outfit Nummer 3 ist jetzt bestimmt keine Überraschung, denn ich hatte diesen Mantel in den letzten beiden Vlogs jedes Mal an. Das ist ein Mantel von Pull & Bear und der ist so genial. Dazu würde ich die Doc Martens Boots kombinieren, Lederleggings, ein Oversized Shirt, ein ganz normales, Brille, Haare, Mittelscheitel. Das mag ich so. Der ist richtig schön gemütlich, hat so ein, na wie heißt das jetzt? Wie heißt dieser Stoff? Ich weiß es gerade nicht, ich habe gerade einen Ausfall, ich weiß nicht, wie dieser Stoff heißt. Ich weiß gerade nicht, wie dieser Stoff heißt, wie dieses Material heißt. Es ist halt total weich und kuschelig. Und es ist genau richtig, finde ich, wenn man zum Beispiel im Auto sitzt, wenn man wohin fährt, wenn man weiß, man muss jetzt nicht lange draußen gehen. Zum Spazieren gehen würde ich nicht nur das anziehen, aber gerade so eben für noch einen Lebensmitteleinkauf passt das genau richtig, finde ich, so zwischendurch. Aber auch für zu Hause ist richtig schön kuschelig und muggelig. Die nächste Outfit-Kombi ist wahrscheinlich etwas untypisch, aber ich finde es cool, weil das ist so ein Mix aus einem Kleid, aus einem Kreppkleid mit Puffärmel. Ich zeige es euch dann auch gleich ausgezogen. Plus einem roten Pulli, den ich hier in einem Gürtel so reingestreckt habe, damit er etwas kürzer ist. Und in Kombination dann mit den Tartan Doc Martens, einer Glitzerstrumpfhose und einem schwarzen Mantel. Also das ist jetzt, finde ich, auch ein cooles Outfit. Was ein bisschen anders ist, die Tasche kann man natürlich auch weg, wenn es einem zu viel ist. Und einfach nur die Boots mit dem roten Pulli. Aber ich mag das auch ganz gerne. So sieht das Kleid aus, wenn es ausgezogen ist. Das ist ein ganz angenehmer Kreppstoff. Ich glaube, das werde ich zu Silvester tragen. Es sind jetzt 4 Outfits gewesen. Ich schwitze schon, also mir ist schon sehr, sehr heiß. Und es schaut dann immer aus. Absolutes Chaos. Also meine Kinder dürften jetzt immer jetzt nicht sehen. Denn ich glaube, der Alex hat nicht erfreut, dass die Mama hier so einen Haufen Klamotten auf seinem Bett hinterlässt, aber wird ja dann alles auch weggeräumt. Und last but not least, der allerwichtigste Style von allen, nämlich der im Jogger. Also ich glaube, viele von uns werden die kommenden Feiertage wahrscheinlich sehr gemütlich verbringen und dazu habe ich mir auch die perfekten Schuhe bestellt. So flausche-wausche Schuhe. Eigentlich wollte ich die Uggs bestellen, aber sie waren ausverkauft. Ich hatte schon mal solche Pantoletten und ich wollte jetzt die hier, aber die sind von Anna Field, die sind auch sehr kuschelig und auch sehr warm. Dazu ein Good Vibes Only Shirt, eine ganz normale Kapuzenweste. Ja, ich glaube, damit werden die Weihnachtsfeiertage verbracht. Jetzt ist die Frage aller Fragen. Welcher Style war der beste? Also ich glaube, das war die unprofessionellste Präsentation von Style-Ideen, aber allerdings, ich muss niesen. Hat mir das Licht im Schlafzimmer gefehlt für dazu, dass ich das Stativ aufstelle. Und mir fehlt eben noch der Spiegel im Schlafzimmer. Nächstes Jahr gelobe ich Besserung, das sollte das Ganze besser funktionieren. Aber jetzt die Frage aller Fragen. Was war besser? Style 1, Style 2, Style 3 oder Style 4? Den Jogger-Style, den wählen wir mal nicht, weil ich glaube, das werden wir alle tragen. Also ich bin gespannt. Was meint ihr? Soll ich unbedingt anziehen zu Weihnachten und zu Silvester? Stimmt es mal ab. Ich bin gespannt. Und das war's auch schon. Das war jetzt so ein Blitz-Vlogmas-Vlog. Denn ich muss jetzt alles schneiden. Werde noch Instagram-Posting vorbereiten. Und dann gönne ich mir heute einen Pamper-Day noch. Ist auch noch ein Plan, weil ich habe heute bis 17 Uhr Zeit und ich werde jetzt noch baden gehen und mich abschminken, meine Gesichtsmaske gönnen und auf halb meine Augenbrauen zupfen, die haben das auch bitte nötig, Nägel frisch lackieren, komplett enthaaren. Also das gönne ich mir heute. Und jetzt hoffe ich, dass euch dieser Vlog trotzdem Spaß gemacht hat. Vielleicht könnt ihr auch ein bisschen Inspiration finden. Alle Kleidungsstücke, die aktuell sind, findet ihr unten in der Infobox verlinkt. Vielleicht wollt ihr gerne nachshoppen. Und jetzt wünsche ich euch einen schönen Start in die vorletzte Woche in diesem Jahr. Noch schöne 3 Tage. Dann kommt es Weihnachten. Immer noch unfassbar. Und ich melde mich morgen wieder bei euch mit meinem Pamper Day.